frage mich, was Savage in so einer Gegend zu suchen hat. Sex, Frank? Nein, im Moment lieber nicht, Ed. Wir haben zu viel Arme. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Howdy ho, herzlich willkommen und frohes neues Jahr wünscht das neu ausgestattete voll in die Presse-Team mit den vier Spaßgranaten rund um gigantische Mikrofonarme. Das sieht hier aus wie in Rotterdam auf dem Containerhafen. Wir sind wieder da und wir begrüßen euch und freuen uns mit euch auf eine neue Runde frivole und was auch immer feuchtfröhliche Nachrichten. Ich stelle einfach mal vor, wir sind im Haus des Beefs, im Beefhole, und der Gastgeber soll auch zuerst zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Beef Rogers. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Und weiter in der Runde geht es mit einem gut gealterten, jungen, alten Mann, Prollo Ferrari. Jawohl, ich bin schon wieder 29 geworden dieses Jahr. Unglaublich. Und weißt du, was richtig geil ist? Also wir müssen das gerade mal einschieben, bevor wir gleich noch einen weiteren Superhelden dieser Podcast-Staffel hier vorstellen. Ich habe Grußnachrichten bekommen für dich, für deinen Geburtstag. Und natürlich können wir die mit unserem neuen Super-Equipment sofort einspielen. You've been voted number one at everything. No matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired. Ja, toll. Also, Glückwunsch. Also, ja, das ist der Typ mit der Mütze, ne? So ein Kumpel von mir. Mit der roten Mütze. Du hast ja auch immer diese Make America Great Again Mütze auf. Ja. Und da hat er sich natürlich auch gedacht, da meldet er sich schnell in die Sendung. Ist ja auch ein echter Fan, wo wir immer so positiv über ihn sprechen. Sehr geil. Genau, positiv ist mein Stichwort für Summer, der seit Monaten positiv gestimmt ist. Quasi schon zum gute Laune-Bär dieses Podcast mutiert. Also auch dir herzlich willkommen, lieber Sammer. Ja, schönen Dank für die netten Worte. In diesem Sinne auch allen hier in der Runde und allen Hörenden, Zuhörenden, wie auch immer, ein frohes neues Jahr. Das hatten wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ja, ich habe es gerade gesagt, aber kann ich jetzt so warst du noch nicht auf Betriebstemperatur, aber können wir nicht oft genug sagen. Das ist schön und mein Name Ben Cartwright habe ich auch tatsächlich noch nicht gesagt. Und sollen wir nicht als Gastgeber zuerst mal den Beef zu Wort kommen lassen? Frohes neues Jahr. Ach so, ja gut, endlich sag's mal. Ne? Entschuldigung, ich wollte eigentlich das Silvester aufgreifen und meinen kleinen Teaser anreißen, weil ich erzählen wollte, warum in Scarborough das große Silvesterfeuerwerk ausgefallen ist. Das ist auch wieder typisch Ben Cartwright-mäßig frivol. Und dann erzähle ich noch so eine kleine Top-Liste der freundlichsten und unfreundlichsten Städte Deutschlands. Das finde ich ja immer geil, sowas. Aber Beef, du sollst ja hier nicht zu kurz kommen. Was das Anteaser angeht, kann ich mich relativ kurz fassen. Ein sehr buntes Programm von Eisberg über Krankenhausräumung bis zu verlorenen, bis also weggelassenen Hosen. Oh, die liegen in irgendwelchen Minen, ne? Jeanshosen. Wo auch immer. Ja, ich erzähle euch gleich noch was über die Versteigerung eines arroganten Arsches und wie es dazu kam. Auf jeden Fall sehr schön formulierter Teaser. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Also ich werde auf jeden Fall mit euch gleich ein für alle Mal klären, warum Frauen mehr putzen und aufräumen. Also diese Frage wird hier ganz exklusiv gelöst. Darüber hinaus, mindestens als Quickie am Ende, dann eine skurrile Räumung oder Evakuierung eines Krankenhauses. Gegebenenfalls, wenn Zeit ist, auch eine skurrile rote Karte beim Fußball, die es so noch nicht gab. Mal schauen. Ja, mal schauen. Bis dahin heißt es abwarten und Kaffee trinken und das wäre mein Stichwort. Wobei mich ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf, mit der Krankenhausräumung skurril, mich beschleicht da ein Verdacht, mein lieber Sammer. Oh je, oh je. Aber wir kriegen das hin, Beef. Ja, ja, ja. Bei der Gelegenheit, ich muss jetzt auch nochmal irgendwie den Hörern da irgendwie oder den Hörenden ein Bild gerade mal transportieren. Ich sitze hier jetzt mit dem, wir haben ja die neuen Gerätschaften, die Ben Cartwright schon erwähnt hat,
Und ich gucke durch gefühlt 6, 7, 8 Metallstreben hindurch auf den guten Beef. Ich sehe ihn eigentlich kaum noch. Dann hängt ihm auch noch das Mikro genau vor dem Gesicht. Es ist ein ganz witziges Bild. Vielleicht mache ich da mal ein Foto von. Wir stellen das ein. Ja. Den Beef kann man eh nicht sehen. Insofern würden wir auch nichts verraten. Und das, was da aus dem Gesicht raushängt, ist nicht die Nase, sondern das Mikro. Ja, genau. Man genau. Gott sei Dank. Dann erwähnen. So, aber ich hatte was mit Kaffee erzählt und wollte an der Stelle ja einfach nur mal erwähnen, dass der Prollo nicht mit leeren Händen gekommen ist. Wir haben den sozialen Druck gestern enorm aufgebaut ja. Und er hat geliefert. Also ich habe ein wunderschönes Stück Schokoladentorte vom Feinsten hier vor mir. Der Beef, was mit Sahne. Prollo hat selber auch weise, wie er ist, die Schokoladenvariante gewählt. Und der liebe Herr Sammer hat ein, was ist das, so Obst... Kuchen, aber ja, da ist wirklich einmal alles verlangt, dann das soll ist, er ihn auch bekommen. Das ist ein Obstkuchen ja. oder wie die Badenser sagen, ein Obstkuchen. Obst, wie Karlsruhe. Der sieht aber auch wild aus. Also ja, da ist alles. Da ist alles dabei. Da ist alles dabei. Kiwi, Johannisbeere, Weintrauben, was ist da noch? Pfirsich, Melone, keine Ahnung, Ananas. Also unglaublich, Prollo, was du dir hier alles... Ja. Genau. Hast einfallen lassen. Also wenn es jetzt gleich Schmatz ist, nicht die Technik am Arsch, sondern wir essen und dazu trinken wir natürlich. Ja, Junge, Alte, das ist Kaffee, echt jetzt. Und Kaffee ist nun mal lecker. Schwarz, stark und vor allem schön lecker. Echt jetzt. Schwarz und schön lecker. Ja, also für die es nicht wissen, das ist dann, in dieser Runde ein sehr gefeierter... Echt schwarzen Kaffee. Persiflage vor allem, wenn er schön schwarz und lecker ist, Captain. Schwarzer, sinnlos im Weltall. Lassen wir es mal. Das geht jetzt noch über Minuten, also vielleicht packen wir den Link auch in die Shownotes. Wunderbar. Ja. Also wenn das hier nichts wird Kaffee. Mit dem Podcast, würde ich sagen, steigen wir auch auf Synchronisation um. Ja, wobei wir nicht von uns behaupten könnten, dass wir das gemacht hätten, weil das Ding ist bestimmt gute 15, 20 Jahre alt. Das haben mal irgendwelche Sauerländer noch lange vor den heutigen App-Möglichkeiten gemacht und ins Internet gestellt. Und ich habe das damals als Raubkopie von meinem Bruder aus Maastricht aus dem Netz gesaugt bekommen. Und ich habe mich weggelacht und habe das dann immer Leuten gezeigt. Und keine Sau fand das witzig, bis dann mein lieber alter Freund Sammer, wir haben damals auch zusammen gearbeitet, sich im Büro auch weglachte über das Zeug. Und wir hatten noch zwei andere Kollegen dabei und die sagten dann so nach 2 Minuten, ich gehe doch mal wieder arbeiten. Da haben wir nur gedacht, okay, unser Humor ist nicht deren Humor, aber es ist ja auch okay. Ja, aber der Prollo Ferrari, dass der zu uns passt, das zeigt ja auch, dass wir diesen Humor teilen. Das ja. war quasi der sinnlos im Weltall Auswahltest, als er damals zu uns kam, genau. Und ich weiß nicht, Beef, wie stehst du zu sinnlos im Weltall? Das haben wir gar nicht gecheckt. Ich kenne es nur rudimentär tatsächlich. Also da bin ich durchgeschlüpft, glaube ich, durchs Raster irgendwie. Insofern. Ja, dann werden wir hier mal das eine oder andere aufs Soundbrett legen für die nächsten Monate. Freust du dich ja immer so. Ja, ich nehme mal ganz kurz einen schönen schwarzen Kaffee. So. Okay. Silvester. Haben wir eigentlich schon allen ein frohes neues Jahr gewünscht? Ich weiß nicht, ich bin unsicher. Aber ich noch nicht. Ja, dann machen wir es allen. Ja, also eben, der Prollo jetzt erst, der Beef, der hat sich erst dreimal bitten lassen. Also ich musste da schon noch ein bisschen Schwung in die Kiste bringen, ist einfach so. Ja, nee, ist gut, dass du auch auf solche Sachen achtest, weil ich bin ja immer viel darüber hinweg. Oh, Alter. wer war schon mal in Scarborough, England? Ein schönes Städtchen, sehr beliebt bei Touristen, ich glaube auch viel, gibt so einen Hafen und da kommen auch regelmäßig Walrosse hin und die sind, Alter, jetzt hör auf, sonst lege ich das hier aufs Soundbrett und mache das jedes Mal, wenn du redest. Die sind durchs Internet sind da auch diese Walrossbesuche legendär geworden. Insbesondere ein Walross ist ganz besonders beliebt geworden, nämlich Thor. Und hat einer die Nachricht gelesen? Thor ist mit Hammer oder ohne? Ja, mit Hammer. Pass auf, mit Hammer. Und das Problem ist, Thor
kam da in den Hafen und hat sich den Hammer gekeult vor den ganzen Touristen. Das fand der irgendwie geil. Der hat sich da gibt's auch ein Video im Netz, der legt sich dann dahin und pellt sich die Wurst oder halt schält sich den Hammer. Er poliert sich die Fleischpeitsche. Ja, der wedelt die Palme und einfach so vor ganz vielen Leuten, die das dann halt filmen, ins Netz stellen. Und das fanden die dann halt so geil, dass noch mehr Leute kommen, die das wichsende Walross da sehen wollten. Nicht Thors Hammer. Und also ich kann euch beruhigen, man sieht den Hammer nicht auf den Videos, die ich so bei in dem Fall rtl.de gefunden habe. Aber die Nachricht, die mich eigentlich hat aufhorchen lassen, die Stadt Scarborough hat deswegen dann das Silvesterfeuerwerk abgesagt, weil da halt das wichsende Walross im Hafen liegt. Allerdings, beim Lesen dieses Artikels ist es anders, als man denkt. Ich habe erst gedacht, oh, die Engländer, kein Humor, ist so lustig, wenn sich da während des Feuerwerks das Walross einpellt. Aber die haben es tatsächlich aus Tierschutz gemacht, weil sie wissen, dass die Walrösser oder überhaupt Tiere Silvesterfeuerwerk nicht mögen und haben deswegen das abgesagt. Kamen trotzdem ganz viele Leute, weil sie dachten, dann kann ich wenigstens den keulenden Thor sehen. Aber der ist dann dummerweise Samstagnachmittag kurz vor Silvesterabend abgehauen. Woanders weitergemacht. Aber ich fand die Geschichte halt geil. Da steht hier so, ne, so funktionieren ja auch die Medien immer wieder. Da steht halt, Stadt muss Silvesterfeuerwerk absagen, weil ein Walross im Hafen masturbiert. Die sagen es natürlich vornehmer als ich. Aber da denke ich natürlich sofort, geil, das ist eine Story für mich. Aber das Walross kann sich mal ein Beispiel an den Seeelefanten nehmen. Da habe ich ja letztens drüber erzählt. So ein Strandmeister, der dann einen ordentlichen Harem hat, der braucht dann nicht selbst Hand anlegen. Ja, aber der Thor ist halt irgendwo scheinbar, entweder steht der da drauf, der ist ein Exhibitionist. Ne? Der sieht da die ganzen Leute auf der Kaimauer und denkt so, Yale. Aber naja, das ist eine kleine, feine Geschichte zum Jahreswechsel. Und ich dachte, die bringe ich einfach mal mit. Und natürlich, wie immer, wenn ihr das googelt, es ist inzwischen total viral gegangen, das Walross. Und auch vorher waren die Walrösser schon einigermaßen viral. Aber ja, sowas kommt dann halt von sowas. Und du, lieber Beef, kannst jetzt mal übernehmen, weil ich würde gerne diesen leckeren, schokoladigen Kuchen beißen. Ich übernehme dann gerne und wie gesagt, vielleicht grätsche ich jetzt auch dem Sommer rein in seinen Abschlussquickie. Ja, ganz bestimmt. Ja, ja. Wie gut, dass ich immer eine Alternative dabei habe. Also ich habe hier, in Frankreich musste eine Klinik, südfranzösische Klinik musste evakuiert werden. Habt ihr irgendeine Idee, warum das gewesen sein könnte? Man kommt nicht so als allererstes drauf. Entschuldigung. Irgendwas mit Sanitär? Nee, es hat schon auch mit, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne Sexualpraktiken zu tun. Sanitär ist ja irgendwie nicht ganz, ja, ganz falsch. Also es ist schon sehr speziell. Also, Walross? Es ist tatsächlich so ungewöhnlicher Einsatz für das Personal eines französischen Krankenhauses. Weil ein 88-Jähriger eine Granate im Darm hatte, musste die Klinik teilweise geräumt werden. Das ist tatsächlich auch ein spezielles Interesse. Tatsächlich war es so, dass aus dieser Nummer so, ich bin da draufgefallen, da habe ich nichts mit zu tun. Ja, ist so ein bisschen schwierig irgendwie. Also das ist tatsächlich, also der Senior ist am Samstagabend wohl in der Notaufnahme des Krankenhauses erschienen, in Saint-Mus, in südfranzösischen Toulon. Und er gab an, eine Granate im Rektum zu haben. Und er habe zwar versichert, dass diese ungefährlich sei, dennoch habe die Klinikmaßnahme Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und umliegende Bereiche des Krankenhauses evakuiert und Patienten in andere Krankenhäuser umgeleitet. Und danach sind tatsächlich Sprengstoffexperten gekommen und mussten das etwa 20 Zentimeter lange und mit einem Durchmesser von knapp 6 Zentimetern als ungefährliches Sammlerstück im Nachgang identifizierte Granate dann quasi entfernen. Und das haben sie dann quasi in ihm identifiziert, dass es wohl tatsächlich harmlos ist und nur ein Sammlerstück und nicht mehr scharf, weil das in diesem Zusammenhang natürlich so ein bisschen schwierig ist. War aus dem Ersten Weltkrieg, oder? Aus dem Ersten Weltkrieg, genau. Und na gut, er war auch 88. Ich meine, gut, aber Erster Weltkrieg ist auch länger her. Egal, auf jeden Fall. Also mit draufgefallen jedenfalls, das passt. Ja, genau. Er ist dann auch operiert worden und sei nun wohl auf. So, und jetzt die Quizfrage. Wie nennt man das?
Arschbombe. Oh. Ja, aber ich frage mich, was würde unsere Verteidigungsministerin zu so einer Granate erzählen? Also das, da würde ich mal gerne eine Stellungnahme hören. Ja, die haben wir natürlich auch eingeholt vor der Sendung. Und also ich kann mich den Worten nur anschließen, aber hört lieber selbst. Also ich könnte da stundenlang zuhören. Ja. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, auf den Punkt gebracht, ganz einfach, ganz, ganz klar. Und insofern ist ja schön, dass sie auch mal da ganz, also auf Anfrage Stellung bezieht. Ich finde das super. Auch deutliche Worte findet irgendwo, ne? Also nicht drumherum redet, da kann ja mal passieren, sondern auch ganz klar so ermahnt, dass man mit Granaten halt vorsichtig sein muss. Ja, genau. Ja, der, ganz kurz, ich schließe mich dann, wenn wir schon bei Zitieren sind, beziehungsweise bei Stellungnahmen, also der Angestellte, ein Angestelltes Krankenhaus sagt, das ist ja schon durchaus ungewöhnliche Gegenstände an falschen Stellen gefunden haben. Also er redet hier von Apfel, Mango oder auch eine Dose Rasierschaum. Aber eine Granate wäre jetzt auch für ihn neu gewesen. Also das wäre in der langjährigen Erfahrung tatsächlich auch ein Novum. Und sie mussten sie wohl über die Bauchdecke über die Bauchdecke. Ne? Bauchraum operiert worden und sei wohl auf, wie gesagt. Also die Hintertür, das ging nicht, haben sie geschrieben. Ja. Tja, wie auch immer. Augen auf bei Granatenverwendung. Ja. Wo das Niveau gerade auf passendem Niveau ist, habe ich auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar von unserem Lieblingskumpel Elon, der hier nach dem mit der Mütze, mit der Kappe fast genauso häufig auftritt. Bei dem ist nämlich auf seinem neuen Spielzeug Twitter sind diverse Accounts gesperrt worden, die eigentlich nur einen der jüngsten Raketenstarts von SpaceX geteilt hatten, auch ja so ein Hobby von ihm. Und Begründung, intime Inhalte. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Raketenstart Ben nickt schon. Nein, nicht intim, also das musst du mir gleich erklären. Aber ich habe heute lustigerweise ein Video gesehen, TikTok-Video, weil ich mich einmal seriös vorbereite hier auf die Sendung, wo angeblich ein Steward oder so aus einem fliegenden Flugzeug, die sind an Cape Canaveral vorbeigeflogen und haben aus dem Flugzeug eine startende SpaceX-Rakete gesehen. Das waren sehr beeindruckende Aufnahmen, wirklich cool gemacht. Ich habe mich aber gefragt, ob es echt ist. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das diese intimen Aufnahmen waren, quasi aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der Luft. Also ich hätte Und eins noch, was ich mich noch gefragt habe, nur damit ihr das wisst, können dann da wirklich so nah Flugzeuge vorbeifliegen, wenn die da Raketenstarts machen? Also das waren so meine drei Fragezeichen. Also mit dem Intim ist mir jetzt spontan eingefallen, bei Nackte Kanone ist das ja auch sehr intim mit einem Raketenstart. Ne? Also als er wie heißt seine Geliebte da noch in den Teilen 1 bis 3, als er jedenfalls mit ihr intim wird, da wird doch eingeblendet, Raketenstart, Ölbohrung und so weiter. Zug in Tunnel einfährt. Ja, also insofern, das kann man schon auch intim interpretieren. Genauso wird es sein, denn ich muss mich mal selber spoilern, keiner weiß, warum die Inhalte gesperrt wurden, weil das hat ja die KI gemacht. Also. Und wenn die KI feststellt, dass auf dem Bild einer abgeht, dann wird das eben geblockt. Und ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter hat sich tatsächlich dazu geäußert und erstmal mit dem Hinweis, man kann sich durchaus vorstellen, wie eine Rakete falsch eingestuft werden kann, sagt aber auch, dass normalerweise für so eine automatische Sperrung wohl, normalerweise die KI sich zu 95% oder der Algorithmus sich zu 95% sicher sein muss. Das kann man wohl herabsetzen, wenn irgendwas gerade überbordend geteilt wird. Aber da stellt man sich schon die Frage, wie der Computer. Ich glaube, KI wird es am Ende nicht so sein. Das wird so ein schäbiger Bilderkennungsalgorithmus sein. Dann sagt hier, da geht was hoch. Und tatsächlich so vor einigen Jahren, glaube ich, also vor einer Weile jedenfalls, ist wohl auch mal eine Astronomin auf Twitter mehrere Monate lang gesperrt worden, weil sie ein paar Sekunden ein Video von einem Meteoritenschweif geteilt hatte. Insofern, Elon hat auch schon, ich denke, wir können ihn jetzt mittlerweile auch beim Vornamen nennen,
Dann hat auch schon eingeräumt, dass der Algorithmus wohl noch ein bisschen Arbeit benötigt. Ja, aber. Also das heißt, der Zusammenhang zu seiner anderen Firma ist in dem Fall eher zufällig? Ja, irgendwie zufällig, aber es trifft wahrscheinlich den richtigen, weil ich würde mal unterstellen, dass das mit den Raketen, das wurde ja auch dem anderen, dem Bezos, vorgeworfen, dessen Rakete ja richtig wie so ein Monsterpimmel aussieht. ja, also vielleicht hat das wirklich was Fallisches da mit den alten Herren und ihren Raketen. Ja, das allemal. Also das haben wir ja auch schon mal hier thematisiert, aber ich finde es halt witzig. Also wo du AI sagst, also das Internet ist ja momentan voll mit diesem Chat-GTP, diese Super-AI, die... Ja, oh. Das Telefon im Sekretariat Telefon. Ist nicht besetzt heute. Beef, ist dein Vorzimmer nicht besetzt? Ja, also irgendwie, tut mir leid. Das ist ja auch Sonntag. Ja, auf jeden Fall ist das ja Wahnsinn, was da inzwischen über AI möglich ist. Also ich interessiere mich da so ein bisschen für und will das jetzt hier auch gar nicht in die Länge walzen, aber es ist wirklich beeindruckend. Also sozusagen so eine Mischung aus Faszination und auch fast schon so ein bisschen Grusel, wenn du guckst, was die alles machen können. Da gibt es ja auch noch andere Seiten, da kannst du komplett, also richtig hochauflösende virtuelle Menschen zum Leben erwecken und kannst mit denen Interviews führen und ich glaube Synthesia oder sowas heißt die. Und das werden wir vielleicht hier auch nochmal thematisieren, weil einer geht ja da auch gerade viral, so ein Typ, eine dieser virtuellen Charaktere, der trendet gerade total, den gibt es überhaupt nicht. Ne? Das ist ein Mensch, aber das sieht aus wie, ich glaube, Bob oder sowas heißt der. Das ist der absolute Hammer. Also es ist echt beeindruckend, was inzwischen möglich ist. Ich will es mal von der positiven Seite betrachten und nicht immer diese Angstgeschichte, aber es ist auch irgendwo ein bisschen gruselig manchmal. Also ich habe jetzt keine direkte Angst, dass wir hier Terminator 2000 haben, aber ja. Ja. Also alles wird der AI überlassen. Wir können ja mal Artificial Intelligence irgendwann zum Thema hier groß machen. Dann bereite ich mich auch mal darauf vor, denn ich habe immer echt ein Problem damit, dass man es überhaupt als Intelligenz bezeichnet. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir gerne mal hier irgendwie ausbreiten. Ist ja auch im weitesten Sinne wissenschaftlich, was ich jetzt hier daran anknüpfend, danke für die Vorlage, erzählen kann. Da geht es zwar jetzt nicht um künstliche Intelligenz, aber um Wissenschaftler der Universität von Cambridge haben sich der Frage gewidmet, wieso Frauen mehr Hausarbeit machen, also putzen, aufräumen. Und um es in einem Satz zusammenzufassen, sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Männer und Frauen Unordnung nicht in gleicher Weise wahrnehmen. Also das soll jetzt nicht bedeuten, wie der berühmte deutsche Neurophysiologe Horst Schroth mal sagte, dass Männer Schmutz nicht sehen können. Ja, er hat mal gesagt, eine schwäbische Hausfrau kann sogar bis auf die kleinsten Moleküle Dreck erkennen, während Männer ihn einfach nicht sehen können. Das sagen die, ist gerade nicht der Fall, sondern Männer bemerken Schmutz durchaus, aber es entsteht daraus kein innerer Wischbefehl. Während es die bei, sind also leidensfähiger, ja? Gleichgültiger wohl eher. Frauen würden Unordnung viel mehr als Aufgabe wahrnehmen. Eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Also das sei mehr oder weniger fast wie ein Instinkt, der bei Anblick zum Beispiel von dreckigem Geschirr dann gleich den Befehl zu einer Handlung auslöst. Oder was heißt Befehl? Die sagen, das kann halt von einem leichteren Reiz bis hin zu einem richtigen Zwang ausgeprägt sein. Was sagt ihr dazu? Erstmal stelle ich mal eine Frage, die da vielleicht sogar beantwortet wird. Ist das denn jetzt eher ein biologisches Thema oder ist das nicht eher tendenziell einfach so eine Sache, die anerzogen wird? Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, weil, also ich finde die Trennung auf, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach jetzt mal völlig geschlechtsunabhängig, dass man
Dinge zwar wahrnimmt, aber unterschiedlich interpretiert. Im Sinne von, ja, stört mich weniger, den einen stört es mehr, den anderen stört es weniger. Also jeder, der, ich sag mal, das kann ja auch in Lebensphasen unterschiedlich sein. Also jeder, der pubertierende Kinder hat, wird möglicherweise verstehen, was ich meine, wenn dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, ob ein Raum aufgeräumt ist oder nicht, oder was, ab wann man irgendwas tätig werden oder in irgendeiner Form tätig werden müsste. Aber ich könnte mir halt eben, weiß nicht, ob es jetzt, wenn die das auf diese Geschlechter runterbrechen, ob das dann wirklich so eine eher so eine Art anerzogen, also diese Rollenmodelle, die von den Generationen vorher übergeben wurden, ob das damit einen Zusammenhang sieht. Davon gehen die wohl aus. So wie das hier steht, leiden Frauen unter einem antrainierten kognitiven Putzbefehl. Also das ist jetzt nicht weiter, also wie das antrainiert wird, also das ist ja vielleicht dann auch eine soziologische Frage teilweise, das wird ja jetzt nicht weiter ausgeführt, wie es sozusagen zu diesem Ergebnis dann kommt. Das kann man sich natürlich vorstellen, weil das einfach den ursprünglichen Rollenbildern einfach entspricht und zu Hause schon die Mädchen von klein auf vielleicht entsprechend anders erzogen werden als die Jungs. Aber es ist so in der Tat was Antrainiertes, nicht was Biologisches. Also die Professorin Paulina Sliva sagte hier in dem Beitrag noch, da wird sie noch zitiert, dass die Neurowissenschaft gezeigt hat, dass die Wahrnehmung einer Aufforderung neuronale Prozesse auslösen kann, die einen auf eine körperliche Handlung vorbereiten. Also da wird anscheinend durch eine entsprechende Erziehung oder durch ein entsprechendes Training, was ja eher ein unbewusstes Training ist, eben entsprechende Prozesse im Gehirn antrainiert, die dann, wie die das hier schreiben, ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, die dann denjenigen auf eine körperliche Handlung vorbereiten, also die quasi eine Reaktion auslösen. Ja. Und das finde ich hochinteressant. Der Tom McClelland sagt dazu auch noch, also auch einer, der da mitgeforscht hat, dass die Frauen dadurch in eine dumme Situation geraten. Denn entweder, also wenn sie mit einem Mann zusammenleben, entweder sie machen die Hausarbeit oder sie leiden darunter, die Aufgabe nicht zu erledigen. Also es ist eine Lose-Lose-Situation. Ja? Entweder du machst es, dann bist du der Dumme, oder machst es nicht und leidest darunter, dass der Dreck rumliegt. Bist du auch der Dumme oder die Dumme. Ja, also, tja, dumm gelaufen. Was können wir davon lernen? Was meint ihr? Also ich kann das ja mal auf mich übertragen. Also du sprachst gerade von dem antrainierten Wischbefehl. Beim Anblick von zum Beispiel schmutzigem Geschirr, jetzt, wenn man die Situation hier so beschreibt, hier stehen jetzt ein paar schmutzige, benutzte Kuchenteller rum und ein paar Flaschen Bier. Und bei mir habe ich, glaube ich, immer so einen antrainierten Trinkbefehl, wenn ich das sehe. Und der Teller ist mir total egal, aber ich würde gerne diese Bierflaschen öffnen, weil das ist irgendwo bei mir neurologisch so verhaftet. Und da kriege ich auch schon einen Flaschenöffner. Ja, sehr, sehr gut. Also der Trinkbefehl ist natürlich auch total wichtig. Die Forscher sagen hier, man könnte jetzt die Männer dadurch nicht irgendwie quasi aus der Verantwortung entlassen, nach dem Motto, Hände hoch Wochenende, hoch die Hände Wochenende. Das funktioniert nicht, sondern es geht hier ja, wie wir schon gesagt haben, um etwas Antrainiertes. Und die Forscher sagen, Männer könnten sich auch geradezu umprogrammieren. Ja, also dass du einfach hingehst und Situationen, Routinen sozusagen trainierst. Ja? Also dass der schreibt, wenn sich der Mann irgendwie den Heißwasserkocher anmacht oder die Kaffeemaschine anschmeißt, muss er ja ein bisschen warten, bis das Ding fertig ist, dass er sich antrainiert, dass er in der Zeit guckt, muss hier mal die Küche durchgefegt werden. Dass du das sozusagen verknüpfst miteinander, diese zwei verschiedenen Dinge. Also sprich, wir sind nicht aus der Verantwortung entlassen durch diese wissenschaftliche Arbeit, sondern wir sind wohl eher aufgefordert, uns kognitiv umzuprogrammieren. Ja. Oder völlig verrückt mit dem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen.
Das ist weißt du, ob das jetzt da die Kommunikationsabteilung war von der Cambridge University, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ja, aber da sagte auch der von mir schon erwähnte, berühmte deutsche Neurophysiologe Horst Schroth zu, dass Männer das nicht verstehen können. Männer, bei Männern kommt dann an, so sagte der irgendwie, ich habe den mal hier auch gesehen bei einem Vortrag in Bonn, da kommt irgendwie sowas an wie ling, 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 ling. Also Männer können das nicht hören. Ja, aber sie können ja zumindest eins und eins zusammenzählen. Genau wie Beef sagte, also wenn dann die Frau die ganze Zeit halt, was weiß ich, also wenn das jetzt so erklärt ist, dass sie dann die Aufgabe erledigen möchte, die Aufgabe wird aber nicht erledigt, sie kann es oder will es vielleicht auch nicht alles alleine erledigen und dann aber in der Beziehung keinen Weg findet, wie man das löst, dann geht das ja auf eine andere Ebene über, dann belastet das die Beziehung und dann muss man halt drüber reden und bestimmte Dinge werden Frauen auch immer gerne für Männer tun, wo sie keinen Bock drauf haben und ich meine jetzt nicht das Bett, sondern halt bestimmte Sachen, wo sie das einfach nicht verstehen, warum Männer das jetzt machen wollen. Warum wollen vier mittelalte Männer alle zwei Wochen hier um so ein Greifarm-Setup sitzen und über Scheiße reden, so wie wir das tun, versteht vielleicht auch nicht jede Frau, aber sie akzeptieren es. Ja, in aller Regel, weil sie wissen, wir kommen gut gelaunt zurück. Und deswegen bin ich da schon grundsätzlich beim Beef, bin ich der größte Aufräumer. Aber es ist ja letzten Endes eine Sache, die man in der Beziehung ansprechen und regeln muss. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Was war denn die erklärte Absicht von der Studie? Die haben ja mit irgendeiner Prämisse oder irgendeiner Überlegung angefangen. Du, ich habe jetzt nicht die Studie durchgelesen. Das ist hier ein für den Stern überraschend ausführlicher Beitrag. Was jetzt die Prämisse war oder das Ziel, kann ich nicht wirklich sagen. Aber es ist ja ein Umstand, der schon so zutrifft. Und da fragt man sich natürlich schon, warum ist das so? Ja, also das Ziel ist wahrscheinlich einfach erstmal die Ursache herauszufinden und dann vielleicht natürlich auch Ansätze, das gegebenenfalls zu ändern, also sprich umprogrammieren, was ich schon sagte. Aber was mir dazu noch einfällt ist, habt ihr nicht auch schon mal irgendwie im Bekanntenkreis oder so davon gehört, es gibt doch auch echt Männer, die echt richtig pedantisch sind, was Ordnung angeht. Also ich weiß nicht, ob das zwangsläufig... Kommt vor, ja. Kommt vor, ja. Ich habe eben schon gesagt, ich weiß halt immer nicht, also ich finde halt diese Männer, Frauen, bei solchen Fragen finde ich, nach Männer und Frauen zu trennen, im Prinzip die falsche Fragestellung oder die falsche, also ich denke, es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Wahrnehmungen, das muss nicht unbedingt immer am Geschlecht hängen, wer nur meint, das kann sicherlich bei in der jetzigen Generation, die von der älteren Generation dann entsprechend erzogen wurde, da vielleicht ein bisschen anerzogen worden sein. Das ist dieses Rollenbilder, die Rollenbildergeschichte, aber für meine Begriffe verwischt das ja mehr. Also ich meine, wenn man zwei Generationen zurückgeht, dann war, glaube ich, auch noch ein völlig klares Rollenbild, Mann Arbeit, Frau zu Hause, Punkt. Und das wird ja in den letzten Jahren nicht schnell, aber sukzessive ändert sich das ja. Und ich denke, dass das damit im Zusammenhang steht. Ja, also gerade wenn es jetzt ja offenbar anerzogen ist, hauptsächlich stellt sich ja schon die Frage, ob das nicht einfach so eine Generation ist, wo das noch stärker ausgeprägt ist und es sich vielleicht jetzt ja auch auflöst, sodass dann, ich würde auch mal behaupten, also es gibt Leute mit unterschiedlicher Reinlichkeitstoleranz. Definitiv. Ja? Insofern würde ich jetzt mal so als Laie erwarten, dass wenn die Frauen oder die Mädchen von damals quasi nicht mehr auf Reinlichkeit trainiert werden, dass dann irgendwann so die persönliche Varianz zum Vorschein kommt. Ja, wenn du jetzt hier, ich sehe hier, hast schon wieder den Wischlappen im Augenwinkel, ja, dass du jetzt hier, wenn du jetzt gleich die Teller abräumst, das ist ja okay, ja, und das macht der eine vielleicht früher, der andere später. Also bei uns zu Hause, gebe ich ganz offen zu, stapeln sich nach dem Essen auch erstmal die Teller, weil keiner Bock hat, direkt aufzuspringen und dann aufzuräumen, ja, das kenne ich von woanders auch genau umgekehrt, wo dann sofort erstmal, kaum ist der letzte Bissen verschluckt, geht es dann direkt ab in die Küche. Erstmal geschlechtsunspezifisch. Ja, muss man sich wahrscheinlich zu Hause einfach irgendwie einigen. Ne? Ja, richtig. Ich finde, das ist auch nochmal eine weitere Variante des Themas, ohne das jetzt hier zu sehr ausbreiten zu wollen.
die gesunde Balance. Denn ich finde, genauso belastend wie jemand, der irgendwie nie irgendwie im Haushalt mithilft, kann auch, finde ich, jemand sein, der da total zwanghaft und übertrieben unterwegs ist. Also das kann auch irgendwie pathologische Züge annehmen. Und insofern, ja, man muss es besprechen, klar. By the way, nochmal abschließend ganz kurz, habt ihr eigentlich Horst Schroth, den ich jetzt hier schon zweimal unterstellt habe, dass er Neurophysiologe sei, habt ihr den mal live gesehen? Ist ja ein Kabarettist. Großartig. Nee. Kann ich zu dem Thema nur empfehlen, auch den Zuhörenden mal bei YouTube vielleicht eingeben, Horst Schroth und irgendwas zum Thema Männer, Frauen, irgendein Stichwort, vielleicht noch herrlich. Ist das so großartig. Mario Barth für Intellektuelle? Also wesentlich anspruchsvoller als Mario Barth. Also den, ja, kann ich, den kann ich ja überhaupt nicht leiden. Ja, den ist ja auch ein Experte leiden, für Schwarz-Weiß-Malerei. Ich würde mal ganz kurz hier das Bierchen anstoßen. Ich bin natürlich höflich und habe anders als der Prollo noch nicht getrunken. Ich musste mal gucken, ob es Bier ist. Nee, ist kein Bier. Es ist Bitburger alkoholfrei 0,0. Also wir starten erstmal sanft ins neue Jahr. Im Übrigen alles Gute dafür. Ja. Wohlsein. Prost. Prost. Schmeckt aber schon fast wie so eine Brause. Ja, ist halt, ich finde, alkoholfreies Bier schmeckt immer so ein bisschen, geht immer so ein bisschen ins Malzige. Das mag ich eigentlich ja nicht, aber bei dem geht's für mich. Aber auf einem Elefant würdest du es noch trinken? Ja, ja, logisch. Auf einem Elefanten trinke ich alles, außer die Urinmischung, die du mal vermeintlich. Das war Kuhurin, das heißt, das trinken die in Indien, das ist gesund. Ja. Apropos, ich wollte an der Stelle nochmal einen kleinen Dank an den Jim Knopf ausrichten und ihn gerne einladen. Ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass er ein paar schöne Zutaten zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Ihn gerne einladen, natürlich auch demnächst mal wieder für unser leibliches Wohl zu sorgen. Und ich verspreche, egal wie es aussieht, ich werde mir alle dummen Kommentare verkneifen. Ich trinke mein ganzes Glas aus. Ganz, ganz doll versprochen. Ja, der wird sich freuen. Der ist jetzt auf dem Weg zum Profi. Ich finde, wir brauchen neben dem Sekretariat, was ja heute nicht besetzt ist, auch noch so eine Protokollführung, ja, dass hier solche Versprechen auch eingelöst werden. Ja, wir brauchen noch so vieles und dafür brauchen wir aber erstmal irgendwie ein Income. Das haben wir ja gar nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Wir machen das einfach. Führt mich jetzt ganz zwanglos zu der Frage, Beef Rogers, seinen Beitrag zum Ob sich Arbeiten noch lohnt. Was ist eigentlich daraus geworden? Da war doch was. Ja, ich habe mich nicht wiedergefunden. Keine Ahnung. Vielleicht lohnt sich's wirklich. Der ist aus dem Netz genommen worden, wahrscheinlich. Genau. Bevor zu viele draufkommen. Zensur. Den hat der Prollo gelöscht. Der hat das Internet ja im Keller. Das sind russische Trolle, haben das reingeschrieben und das ist irgendwie, das darf ja nicht sein. Oh ja, das ist aber wirklich Familie jemand Rogers sehr, aber schwer beliebt. Ja, ja, das ist ganz grässlich irgendwie. Der Beef Roger. Ich vermute es, da das unser Festnetzanschluss ist und ich glaube, ich kenne genau netto noch eine Person, die über Festnetz anruft. Also insofern, naja. Ich mache jetzt mal, bemühe mich gerade irgendeine Überleitung hinzukriegen von Jim Knopf, der ja auch eine Kunstfigur ist. Also quasi aus, also jetzt nicht also der Jim Knopf, sondern der originale Jim Knopf in Anführungsstrichen. Und damit habe ich den Link zu zwei weiteren Kunstfiguren, zu Jack and Rose. Zündet da bei irgendjemandem irgendwas, Jack and Rose? Ja, das sagt mir irgendwas. Also Idee? Irgendwas sagt es ihm auch, aber irgendwie sagt auch irgendwas. Nee. Ganz aktuell, also es geht um einen Film, Kinofilm seinerzeit und aktuell ist der Regisseur des damaligen Films auch wieder sehr erfolgreich im Kino unterwegs. Der Regisseur heißt James Cameron. Ja, Avatar 2, da war ich gestern im Kino, vorgestern. Sehr gut, genau, da hätte ich vorhin schon reingrätschen können mit der Technik und was alles möglich ist heutzutage, weil das zeigt dieser Film ja auch relativ deutlich, was technisch alles möglich ist, weil ich sag mal, das Allermeiste, was man da sieht, hat es vorher optisch nicht gegeben, sagen wir es mal so, sondern es sind irgendwelche Leute mit Pünktchen auf dem Gummi, Ganzkörper-Gummianzug durch eine dunkle Halle gehüpft, das quasi. Der Navi. Ja. Muss aber jetzt trotz der Euphorie mal fragen, ist die Handlung jetzt auch bei diesem zweiten Teil genauso austauschbar wie die Vornamen? Die Jack and Rose kommt ja aus dem anderen Film quasi. Okay. Also wie heißen die denn da? Bei Avatar heißen sie offensichtlich dann anders.
Hinz und Kunz oder bei so. Avatar heißt es ein bisschen komplizierter irgendwie. Das ist ja leider so, dass die... Ja, also der ursprünglich hieß der tatsächlich auch, glaube ich, Jack, nämlich Jack Sully oder Jack sowas, Sully, als er Soldat war. Aber wie er dann seinen Navi-Namen, habe ich vergessen. Genau, aber, jetzt auch lügen. Ja. Aber der Film, nur um das zu beantworten, also ich kann ihn empfehlen, es ist natürlich eine austauschbare Handlung, fast identisch zum ersten Teil, aber unglaublich geil und unglaublich kurzweilig, obwohl das Ding fast 3 Stunden geht. Ja. Kann man machen. Also ich habe ihn auch schon gesehen und fand das, kann das prinzipiell bestätigen. Ich fand zwischendurch waren es mir 2, 3 in Anführungsstrichen BBC-Naturaufnahmen zu viel. Also das war so ein bisschen sehr schwelgerisch, dann auch mit der Musik und so. Das war dann schon, also wie gesagt, faszinierend, was geht. Aber ja, egal. Ich möchte aber zum Thema Titanic was sagen. Das war ja da irgendwie das Schiff, was an den Eisberg geklatscht ist. Auch so. Genau, und da es gibt, Titanic ist 1997 ins Kino gekommen, für alle die, die das jetzt nicht mehr so völlig auf dem Schirm hatten. Und bis heute wird da ein bestimmtes Thema in den Foren und bei Fans diskutiert. Irgendeine Idee, was das sein könnte? Ein Thema, das zu dem Film diskutiert wird. Wo es sehr unterschiedliche Meinungen gibt, also wo auch wirklich diskutiert wird, warum das so war und warum es nicht anders hätte sein können. Ja, warum so musste er das Schiff sinken lassen? Ja. Warum hat es kein Happy End gegeben? Genau. Oder auch so Elvis-mäßig, vielleicht hat er doch überlebt. Ja. Ja, genau, so ähnlich. Also es wird diskutiert, warum. Also ich weiß, ihr habt den Film alle gesehen, so damals, mehr oder weniger. Ja, genau. Also das Ende ist ja so, dass nach dem gesunkenen Schiff Rose auf so einer rausgerissenen Tür liegt und der Jack dann quasi im Wasser hängt an der Tür und dann aber quasi durch das eiskalte Wasser irgendwann erfriert und dann nach unten sinkt. Hochdramatisches Ende, ist auch lang inszeniert und so, kann man aber genauso machen. Und es wird bei vielen Fans halt diskutiert, warum er nicht zu ihr auf die Tür gekrabbelt. Total witzig. Das ist, Entschuldigung, ich das ja so reingrätsche. Ja. Ich musste wahrscheinlich wegen, weil ich über James Cameron nachdenken musste und seine Filme und so weiter, musste ich genau an die Szene vor ein paar Tagen denken. Und ich habe mir genau diese Frage gestellt: Warum geht der nicht eigentlich auch auf die Tür? Ja. Ist sie dann ist doch vielleicht klar, das ist zu, dann schwer, zu schwer? Oder? Ja, aber die würde ja wahrscheinlich. Das wird ja quasi, genau dieser Aspekt wird diskutiert, weil also der Regisseur James Cameron hat sich zu dem Thema schon öfter geäußert und hat sinngemäß gesagt: Also, er hat es. Zunächst erstmal eher aus dramaturgischen Gründen. Er sagte, Jack musste am Schluss sterben. Das ist wie bei Romeo und Julia. Das sonst wirkt die ganze Geschichte nicht. Also wenn der da überlebt und alle und sie schippern da auf der Holztür da in den Sonnenuntergang, das funktioniert als Story nicht. Er musste sterben, um einfach diese Tragödie und dieses Drama einfach entsprechend anzugehen. Das ist der wesentliche Punkt. Das ist zum einen. Weil er es aber tatsächlich jetzt leid ist, dass dieses Thema immer wieder diskutiert wird. In Foren hat er sich jetzt aus der Wissenschaft Schützenhilfe geholt und hat gesagt, wir haben eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, um der ganzen Sache ein für alle Mal ein Ende zu setzen und ihr einen, wie er es jetzt beschreibt, er geht dann schnell wieder ins Dramatische, einen Pflock ins Herz zu treiben, sagt der 68-Jährige. Das heißt, er hat jetzt wissenschaftlich berechnen lassen, ob der Auftrieb auch 2 Personen, und das haben sie auch durchgeführt in einem Experiment, das heißt, die haben 2 Personen quasi in entsprechend ähnlich kaltes Wasser gesteckt und haben dann auch probiert, ob sie auf einer entsprechend großen Holzplatte oder Holztür hätten überleben können, und demnach hat das wohl nicht funktioniert. Also sprich, sie wären untergegangen. Und sag ich ja ganz klar. Sie haben dieses Floß auch. Und wie gesagt, 2 Stuntleute mit derselben Körpermasse wie die Hauptfiguren seien ausgestattet mit Sensoren im Eiswasser gewesen, um die verschiedenen Methoden der und ihrer Überlebenschancen zu ermitteln. Und da ist ganz klar, es gab keinen Weg, dass sie beide hätten überleben können. Nur einer konnte überleben. Und das soll dann auch bei einem National Geographic Special gezeigt werden. Also auch da kann man ja dann auch, wie soll ich sagen, Content draus kreieren, den man dann noch den Fans vorspielt. Ja. Es klingt auch sehr durch, dass er diese Frage nach 25 Jahren, dass ihm das schon schwer auf die Nüsse geht, dass er da immer noch rumdiskutieren muss. Und er aber hier auch eben sagt, er musste sterben, ich zitiere jetzt, er musste sterben, es ist wie bei Romeo und Julia, es ist ein Film über Liebe und Opfer und Sterblichkeit. Die Liebe wird an dem Opfer gemessen, das sie bringt. Zitat Ende. Und wie gesagt, das fand ich ganz spannend, dass da also einerseits an mir ist diese Diskussion vorbeigegangen. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan des Films. Da haben auch verschiedene
auch die Schauspielerin zum Beispiel, also auch Kate Winslet hat das mal in irgendeiner Show gesagt, dass er Leonardo DiCaprio, also Jack quasi, der von Leonardo DiCaprio verkörpert wurde, er hätte sich einfach mehr Mühe gehen sollen, um auf die Tür zu kommen. Und dann hat sie das wohl auch mit diesem mit Stephen Colbert, das ist der Host der Late Show in den USA, dann quasi die Szene wohl auch nachgespielt, also keine Ahnung. Und Celine Dion hat dann vermutet, das ist die, die diesen Jammereulen-Song da gesungen hat da irgendwie und ganz grässliches Lied, by the way, und dass er wohl durch das kalte Ozeanwasser nicht mehr die Kraft besaß, auf die Tür zu springen, weil sie das auch schreibt, also. Ja, aus Wasser heraus springt sich ja generell das schlecht. Das ist schon mal sehr schwieriges Thema, genau. Die hat vielleicht eher an Pinguine gedacht. Die können das also raketenmäßig. Das ist ziemlich geil. Aber wo du Kate Winslet ansprichst, ich finde, ehrlich gesagt, dass sie schon es wert ist, den Film zu gucken, wenn man ihn als Mann noch nicht geguckt hat. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber Kate Winslet, jetzt mal ganz kurzer Exkurs, war jetzt ja auch in den Medien. Habt ihr das mitgekriegt mit dem Interview? Mit dem Kinderreporter-Interview beim ZDF beziehungsweise beim Kika. Ich habe es nur gelesen am Rande, ja. Ja, wo die Kinderreporterin, das war ihr erstes Interview, so hyper nervös war und dann die Kate Winslet irgendwie drauf eingegangen ist und ihr gesagt hat, hey, du bist nervös, dein erstes Mal. Weißt du was, das wird das allerbeste Interview, was du jemals gemacht hast, was es jemals gegeben hat. Und weißt du warum? Weil wir das beschließen. Und das war eine wirklich, hat sie super gemacht. Also mir ist die Frau sausympathisch. Also wirklich eine definitiv, coole Sache. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Den Film finde ich auch schwer erträglich, aber es ist halt eine große Love Story und damals für damalige Verhältnisse auch sehr beeindruckend umgesetzt. Und diese letzte Szene, ich habe das immer so gedeutet, früher habe ich mir die Frage nicht gestellt, dass er halt tatsächlich nicht will, dass das Ding untergeht und im Endeffekt sie so hält und sie damit symbolisch auch rettet. Und sie haben es gar nicht versucht, dann fallen beide runter oder irgendwas. Ja, also das Ende ist natürlich für einen Mann oft schwer zu ertragen, weil dann heulen alle. Und so weiter. Und es zieht sich auch ziemlich. Mhm. Aber der Film, ich finde, der hat absolut seine Daseinsberechtigung. Das ist eine coole Popcorn-Kino-Schmonzette. Ja, das Schiff singt halt gefühlt 3-4 Tage lang. Das ist halt ein bisschen anstrengend. Aber es ist geil gemacht. Also ja, es ist gut gemacht. Ja, aber ich meine, es waren ja durchaus so 3-5 Stunden. Ja, das ist ja schon immerhin länger als der Film. Das kannst du eigentlich auch. Ich habe tatsächlich das jetzt nur am Rand. Es gibt wohl so ein Computerspiel, ich habe es selber nie gespielt, wo man quasi, da muss man so ein Mystery oder so eine Story lösen und das passiert auf der Titanic, während die sinkt und man hat quasi, sinkt so quasi in Echtzeit und muss dann in dem Spiel unterdessen diesen Fall lösen. Und wahrscheinlich verändert sich auch die Statik die ganze Zeit. Genau, das Ding wird krumm und schief, irgendwann kann es auch nicht mehr in den Keller gehen mit trockenen Füßen. Insofern übrigens die Schauspieler, das ist so eine der wenigen Hintergrundinfos, die ich zu dem Film habe, die haben sie tatsächlich ins kalte Wasser geworfen, sprichwörtlich, ich finde das auch durchaus berechtigt. Und also da haben sie alle was für beigetragen. Wenn ich das als perfekte Überleitung für einen kleinen von mir eingeschobenen Artikel nutzen kann, Wasser, sagt euch Zealandia etwas? Klingt auch so wie bei Avatar heißt das Ding wie heißt es? Pandora. Das ist jetzt Zealandia. Soll angeblich der 8. Kontinent sein. Also die Geschichtsbücher müssen gegeben, beziehungsweise Geografiebücher müssen gegebenenfalls umgeschrieben werden, denn ein Professorenteam um Rupert Sutherland, wahrscheinlich nicht verwandt mit Kiefer Sutherland, an der Fakultät für Geografie, Umwelt und Geowissenschaften der Victoria-Universität in Wellington, Neuseeland, sagt, dass Zealandia der 8. Kontinent ist. Und wie man sich unschwer vorstellen kann, ist das so das Gebiet von Neuseeland und darum herum. Australien gilt ja als Kontinent seit einiger Zeit. Ja, ich habe mal noch in der Schule gelernt, es gibt 5, inzwischen wissen wir, es gibt 7. Ja, da wird sich ja, glaube ich, drum gestritten immer noch, sich. Oder? Okay. Mallorca ist ja auch so ein quasi so fast schon ein Kontinent. Ja, pass auf. Aber ganz ehrlich, wieso ist denn Australien Kontinent und Neuseeland nicht? Letztendlich sind es doch beides Inseln. Richtig, das erkläre ich euch jetzt. Es gibt nämlich Kriterien
für die Definition eines Kontinents. Und die sind hier in einem Fall nur strittig. Es gibt vier Kriterien. Wetter.de hat das hier mal aufbereitet. Um als Kontinent anerkannt zu werden, müssen einige Kriterien erfüllt werden. Erstens gibt es Land, das aus diesem Meer herausragt, was auch immer das heißt. Das ist gegeben. Also es muss, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, es muss Land geben oberhalb der Wasseroberfläche. Vielleicht nur dazu, ganz kurz, Zealandia liegt mit 94% unterhalb des Wassers. Ich glaube, nur Neuseeland und die paar Inseln sind oberhalb, aber machen wir mal weiter. Dann müssen drei Arten von Gestein vorhanden sein. Lava, metamorphes Gestein, also durch Hitze geformtes, und sedimentäres Gestein durch Erosion. Also müssen drei unterschiedliche Gesteinsarten vorliegen. Auch das ist gegeben. Und eine dritte Bedingung ist auch hier gegeben. Es muss eine eigene Art Kruste, eine weniger dichte, die sich von der Umgebung unterscheidet. Also es muss irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist wohl auch gegeben bei Neuseeland im Vergleich zu Australien. Nur der vierte Punkt ist strittig. Ein Kontinent muss klar erkennbare Ränder haben. Das ist auch wegen der Tiefe, in denen diese Ränder liegen, bisher nicht zweifelsfrei bewiesen. Das heißt, weil das meiste ist halt unterirdisch. Aber der sagt, dass es dass wenn man sich das sozusagen, die haben das ja alles erforscht im Meer und so weiter, und wenn man das hochheben würde, wäre es einwandfrei ein eigener Kontinent mit Gebirgsketten und so weiter. Das einzige Problem ist, die sind alle unterirdisch. Und alle unter Wasser meinst du? Ja, so gesehen, genau, unter Wasser. Ja, ja, das ist ja kein Argument. Also wenn man es hochheben würde, wenn es runterdrücken würde, wäre Mallorca auch keine Insel mehr. Ja, das ist ja... ja. Ja, aber ich fand's irgendwie, das ist ja also kein Gag oder so, sondern absolut seriöse Forschung. Und es hört sich wirklich interessant an. Ich frage mich aber mit dieser Kruste, mit dem Unterirdisch, irgendwo hängen ja alle miteinander dann zusammen. Es gibt dann ja doch irgendwo, keine Ahnung, wie viel 1000 Meter du da runter gehst, dann gibt es immer eine Verbindung. Also mir ist dieses Kriterium jetzt noch nicht so hundertprozentig klar. Ja, eben, die Verbindung, die müssen sie halt beweisen, dass es die vielleicht gibt, aber dass es da eine Begrenzung hat, dass es eine Grenze hat. Also die müssen halt irgendwo eine abgrenzbare Kante zu dem australischen Kontinent beweisen. Und das ist wohl strittig. Die sagen nämlich genau, das ist ja alles eins. Das ist halt irgendwo, das geht das eins ins andere über, deswegen gehört das mit dazu. Und ja, die hoffen jetzt mit ihrer Forschung, das zu erreichen. Und vielleicht ein kleines Schlusszitat von dem Herrn Sutherland, der selber natürlich Neuseeland ist. Ist es nicht cool, einen eigenen Kontinent zu haben? Neuseeland, mein Stichwort. In Neuseeland ist nämlich eine schöne, interessante Versteigerung passiert für einen guten Zweck. Und die hat eine gewisse Vorgeschichte. Im Parlament hat nämlich die Premierministerin, wie auch immer man sie ausdrückt, Jacinda Ardern, sich ein wenig abfällig über einen der Oppositionspolitiker geäußert, indem sie ihn nämlich, dummerweise war das Mikro noch ein bisschen an, arroganten Arsch nannte, nachdem er sie ein bisschen da in seiner Rede fertig gemacht hatte und in so einer Fragerunde. Im Übrigen, das hier ist aus der Tagesschau, der arrogante Arsch ist in Wirklichkeit Arrogant Prick, und wie wir ja alle wissen, ist der eher so auf der anderen Körperseite beheimatet. sie hat ihn also einen Pimmel genannt, was ja auch hier schnell zu Problemen mit der Polizei führen kann, wie wir wissen. Und das ist dann öffentlich geworden, und die beiden sind sich aber dann doch noch einig geworden. Sie hat sich entschuldigt für ihren Fauxpas, er hat die Entschuldigung angenommen, und sie haben dann gemeinsam beschlossen, dass sie das Parlamentsprotokoll von dem Tag, wo die Bemerkung natürlich mit drin ist, versteigern lassen. Und tatsächlich mit 59.000 Euro oder 100.000 Neuseeland-Dollar wurde das Ding vercheckt zugunsten einer Prostatakrebs-Stiftung. Und auch hier hat die Tagesschau nur so ein bisschen... Aber Hodenkrebs wäre jetzt konsequenter. Ja, ja, gewesen. Pass auf. Unter dem Motto, Ardern und Seymour tun sich für Ärsche aller Orten zusammen, wurde das versteigert. Es muss natürlich eigentlich statt Ärsche, muss man sich da was anderes... Mhm. Ja, also tatsächlich die Prostata, je nachdem von wo man guckt, ne? Also meistens ist ja auch, wie das so ist,
Sei es drum. Also, sie haben sich wieder vertragen und ja, haben noch für einen guten Zweck was erreicht. Und hier ist nochmal aus der neuseeländischen Presse, habe ich mir den Arrogant Prick nochmal rausgesucht, sicherheitshalber. Ich hatte schon so einen Verdacht, weil hier im englischsprachigen Raum wird er eher so geschlechtsteilmäßig beleidigt, ja, und hier genital, ist es ja eher fäkal. Und im Übrigen, ja. Kleiner Klugscheißer-Tipp, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau Jacinda heißt. Jacinda, das könnte sein, ja. Aber was habe ich gesagt? Jacinda? Nee, das habe ich nicht. Jacqueline. Jacqueline. Genau, Jacinda heißt nämlich auf Deutsch Jacqueline. Und der andere Typ hieß David Seymour. Hm. So, haben wir es also geklärt. Ich kenne nur David Seaman, aber egal. Ja. Der alte Fliegenfänger. Ja, wie weit sind wir? Wir sind noch nicht ganz bei unserem jetzt natürlich auch auf die Pads gelegten Sound. Ich müsste noch einen kleinen Teaser auflösen, aber ich gucke mal in die Runde. Ich habe ja gerade schon auch noch einen Teaser, Zelandia, den ich noch gerne noch angehen würde. Vorgezogen. Ja. Im Prinzip, also ich fand es eine witzige Geschichte auch. Es ist jetzt gar nichts Dramatisches. Was habt ihr denn üblicherweise immer so an, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt? Nix. Sehr gut. Bist schon mal mittendrin? Kopfhörer. Kopfhörer, auch gut. Ja, klar. Kopfhörer, Ohrstöpsel, Maske, genau. Skihose. Okay. Maskenpflicht fällt ja bald im Nahverkehr, habe ich jetzt die Tage gelesen. Irgendwie, glaube ich, Anfang Februar. Hier geht es darum, dass der No Trousers Tube Ride gefeiert wird. Also man fährt quasi zur Arbeit ganz normal. In London ist das tatsächlich. Und No Trousers Tube Ride sagt ziemlich genau, um was es geht. Ist ja auch mal schön, wenn die Überschrift das hergibt. Tatsächlich geht es einfach darum, dass da man als Pendler einfach morgens ins Büro fährt und dann einfach keine Buchse anhat. Also hier sind auch tatsächlich Fotos dabei. Fotos dabei. Das ist, das ist London. Leute. Das ist London, ja, genau. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es sowas in New York auch gibt. Das kann sein. Das ist jetzt, glaube ich, nichts grundsätzlich nur für London. Das hat jetzt in London hat er zum ersten Mal nach der Pandemie wieder stattgefunden. Und sieht das hier auch, also auch sehr schön, also wo die Leute auch mit den Rolltreppen dann hochfahren quasi und genau, also einfach großartig. Männlein und Weiblein, beides. Männlein und Weiblein, also hat jetzt gar nichts mit Männern und Frauen zu tun. Also hier ist das auch geschlechtsunspezifisch quasi. Tatsächlich geht es auch gar nicht drum. Entschuldigung, war das jeden Tuesday? Also jeden Dienstag? Nee, das ist jetzt nur ein Tag quasi, einmalig gewesen. Und es geht auch gar nicht, also es ist auch explizit gar nicht erwünscht, dass es da irgendwie darum geht, da irgendwie sexy oder sonst irgendwas unterwegs zu sein oder sonst, oder die Leute irgendwie, oder anstößig, auch das ist es nicht, also es hat jetzt damit nichts was zu tun, sondern es, also wie ja hier, ich zitiere mal einen der Organizers, our aim is to make people laugh, not piss them off. Und das ist so quasi die Hauptidee dahinter, also ist auch hier sehr schön, also auch sieht's, also auch aller Couleur und Gewichtsklassen und Alters stehen da und haben einfach obenrum Anzug, Krawatte, sonst was an und unten auch richtige Arbeits-, also Halbschuhe etc. und nur schlicht und ergreifend keine Buchse. Und ich finde das eine ganz witzige Geschichte irgendwie, wenn sowas dann einfach das mal... Das heißt, die Hose kommt dann aber im Büro wieder dran. Es geht jetzt um den U-Bahn. Hier geht es jetzt um den Tube Ride, ob die jetzt alle in ihrem Rucksack oder im Täschchen dann die Hose für die Arbeit noch dabei haben oder für die nächste Telco. Ich meine, die Telco findet ja oberhalb des Schreibtisches oder... Ja. Ist ja egal. Also insofern... Ja, das ist eine sehr konsequente Idee, um Leute vom Homeoffice wieder ins Büro zu locken. Die Hose könnt ihr auslassen. Ja. Wie im Homeoffice. Wie früher. Also ich muss sagen, tatsächlich... ich kenne das so ein bisschen, das kennen, glaube ich, alle hier aus dem Karneval. Ja, wenn das alle machen, ist das wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Mhm. Ebenso wie wenn man hier verkleidet rumläuft zur Karnevalshochzeit. Ja. Komisch ist halt immer erst dann, wenn du der Einzige bist, der in so einem Kuh-Outfit oder so als Bärenkostüm irgendwie in der Regionalbahn sitzt. An der Stelle möchte ich eine kleine neu begründete Neujahrstradition erzählen. Vielleicht gewinne ich euch ja fürs nächste Jahr. Wir haben Silvester ja eine kleine Party gemacht und zu späterer Stunde kamen die Nachbarn noch dazu. Vierköpfige Familie und die erzählten dann so beim letzten Glas Gin Tonic, dass sie seit letztem Jahr immer am Neujahrstag, also immer einmal genau, verkleidet durch unseren Ort hier laufen.
Und das fand ich so geil zu der späten Stunde, dass ich dachte, morgen machen wir alle mit. Mein Bruder war noch mit Familie da. Also war dann das zweite Jahr dieses Jahr, 2023, um 15 Uhr am 1. Januar haben wir uns dann alle verkleidet und sind dann mit den Nachbarn zusammen, da waren wir immerhin schon so gut 15, 16 Leute, durch unseren Ort gelaufen. Und das war sehr witzig, weil die Leute können damit gar nicht umgehen. Das tolle Rheinland, ne, wenn nicht irgendwie ausdrücklich Karneval ist, wo das erwartet wird, dann gucken die dich an wie ein Pferd. Und dann muss man dazu wissen, bei uns auf der Wiese ist auch ein Zirkus, der Weihnachtszirkus noch gewesen. Wahrscheinlich haben sie gedacht, wir sind von dem Zirkus weggelaufen oder so. Und dann war dummerweise, das war so ein bisschen ungeplant, ich habe gedacht, ja, Neujahrstag, da ist ja eh keiner auf der Straße. Aber der hatte gerade eine Vorstellung und als wir da vorbeiliefen, war die aus. Das heißt, wir sind wirklich dadurch durch ein paar hundert Leute durchgelaufen mit unserer Montur. Und die guckten wie die Autos. Also wirklich habe ich gedacht so, ey, was ist denn los? Wir sind einfach nur verkleidet wie im Karneval. Aber in der Gruppe macht man das ja dann recht ungeniert und so. Aber das passte nur ganz gut, weil... Wenn es alle machen, dann ist es einfach. Wenn man sich aber so als Einzelner oder in der Gruppe da irgendwo, dann fühlt man sich ganz schnell irgendwie nicht ausgestoßen, aber so doof beäugt. Also wenn ich jetzt alleine ohne Hose in der Bahn säße, ist das was anderes. Dann bist du wahrscheinlich schnell. Das ist schon so ein bisschen misstrauisch beäugt. Ja, ne? Genau. Nicht ganz zu Unrecht wahrscheinlich. Ich würde ganz gerne hier noch den Sammer nochmal sein unfassbares Nachrichten-News-Wissen im Hinterkopf quasi loben. Also tatsächlich so, dass dieses jährliche Event quasi oder diese No-Pants-Geschichte tatsächlich ursprünglich in New York City gestartet ist in 2002. Und es inzwischen ähnliche Veranstaltungen oder Events quasi in ungefähr 60 Städten in 25 Ländern weltweit gibt. Nur mal so da nochmal am Rande. Das ist jetzt hier aber auf London bezogen. Aber immer am selben Tag, also weltweit? Das ist, oder? Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Also das steht jetzt hier nicht, ob das jetzt immer der gleiche Tag ist weltweit oder ob es dann quasi jeder seinen eigenen Tag da definieren kann. Aber das, wie gesagt, ist so ein Tag. Ich finde das eine nette Idee, einfach mal um Sehgewohnheiten zu ändern. Ja, hat was. Ja, cool. Ja. Also besonders häufig in New York war ich gar nicht, zweimal, glaube ich, nur. Aber ich finde ohnehin U-Bahn-Fahren da sehr interessant. Also ich war an keinem besonderen, modisch besonderen Tag mal da, fand aber auffällig, dass irgendwie bei schönstem Wetter da super viele Frauen zum Beispiel in Gummistiefeln in der U-Bahn saßen. Das war einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob es aktuell noch Mode ist, das war damals, ich weiß nicht, wann, ist schon ein paar Jahre her, war das halt gerade in. Also es ist einfach insgesamt was fürs Auge, in New York U-Bahn zu fahren. Ja, weil ich bin ja jetzt im Sommer mit meinen Kindern in New York U-Bahn gefahren und sagen wir es mal so, das war für die so traumatisch, am helllichten Tag wohlgemerkt, weil da völlig durchgeknallte Leute, also Amerika verändert sich auch sehr stark, sehr viel Drogen und so weiter, überall ganz offen auf der Straße, überall siehst du diese Drogen, sieht aus wie Frankfurter Bahnhof, aber halt überall. Und das war auch in der Bahn so, in Manhattan, also nicht irgendwo gefährlich. Und dann mussten wir oder wollten wir da den Rückweg per Uber beschreiten, weil das einfach für die, ich finde es ja auch interessant, aber mit Kindern war es jetzt nicht so toll. Ja, also das glaube ich dir. Mir fällt dazu jetzt irgendwie gerade ein, ich weiß nicht, ob wir das in unserem WhatsApp-Chat schon mal rumgeschickt hatten, aber ich fand es befremdlich. Also man hört ja sowieso, dass die Drogenprobleme in den USA und die Drogentoten steil ansteigen. Jetzt habe ich gelesen, dass irgendeine neumodische Droge mit einem Pferdenarkotikum gestreckt wird. Das ist ein Zeug, was bei Menschen nicht selten dazu führt, dass dann zum Beispiel Finger oder Wunden oder sonst wie abfaulen. Das kann man als Mensch eigentlich gar nicht. Ich meine, Drogen sind immer ein Gesundheitsrisiko. Aber das ist ein Mittel, was nur bei Tieren, bei Pferden insbesondere eingesetzt wird. Damit strecken die irgendeine neue modische Droge, ich weiß nicht, um welche es ging. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute, wenn die nicht aufpassen, dann faulen denen irgendwelche Finger oder Extremitäten insgesamt ab. Ja, ich hab sowas gelesen im Zusammenhang mit Crystal Meth. Also, ja, es ist irre. So, stärkt natürlich die Wirkung. Und wenn die Leute dann einmal diese stärkere Sache gewohnt sind, wollen die da wahrscheinlich nicht von runter. Aber es ist eigentlich natürlich wirklich, also was wir da gesehen haben in allen Städten, wir waren in drei Städten, am schlimmsten natürlich in New York, aber auch in Philly. Boah, das ist, also ist echt krass geworden. Ja, damit
muss ich einmal ganz kurz auf diesen Knopf hier drücken. Ich würde dich aber bitten, Sammer, dass ich noch meinen kleinen Teaser auflösen darf. Weil ich hatte ja gefragt oder angekündigt, was die unhöflichsten und die höflichsten Städte Deutschlands sind. Da gab es eine Umfrage oder eine Untersuchung, wie auch immer. Aber es war eigentlich eine Umfrage und das haben die so gemacht, dass sie halt die Leute in der Stadt gefragt haben, immer so ein Ranking 1 bis 10. Also 10 ist besonders unhöflich und 1 wäre dann besonders höflich in 12 verschiedenen Kategorien. Und die haben auch nur die 20 größten Städte, zu denen Bonn ja auch gehört. Ich habe allerdings nicht das Placement von Bonn hier gefunden. Haben die so eine Umfrage gemacht. Und was glaubt ihr? Ihr müsst jetzt natürlich wissen, was die 20 größten Städte sind. Darf ich ganz kurz mal fragen, bei wem haben die Umfrage? Bei den Einwohnern der jeweiligen Stadt? Dieser Stadt. Und die sollten sich selber einschätzen. Mitmenschen eigentlich. Und es ging dann darum, also es ging so Sachen, in Warteschlangen vordrängeln, das Verhalten gegenüber, Kellnern, Kellnerinnen, in der Öffentlichkeit laut sein, also laut in der U-Bahn telefonieren und solche Sachen. Das waren 12 Kategorien und verschlossene Körpersprache, ich kann mir jetzt gerade nicht drunter vorstellen, was das ist, und den persönlichen Raum nicht respektieren, also dir sehr nahe kommen und Leuten auf die Pelle rücken. Und da haben 3 Städte eben besonders schlecht abgeschnitten. Drei der 20 größten, ja. Ja, lass uns mal raten, es ist jetzt gar nicht so einfach, würde ich sagen. Also ich sag mal Berlin, Köln und müssen ja nicht die ganz großen sein, können ja auch irgendwelche kleinen, mittelgroßen Städte sein. Was haben wir denn da noch als dritte Stadt vielleicht? Tja, keine Ahnung. Wen haben wir da in Ein bisschen, guck mal, Ruhrgebiet, da sind ja viele Städte. Da. Ja, Gelsenkirchen, sage ich so. Und was sagt Gelsenkirchen ihr? Selber ist zu klein. Ist aber zu klein, ja. Dortmund, okay, dann Essen. Essen ist auf jeden Fall groß, das weiß ich. Okay, wollt ihr auch noch? Ich kann das schwer einschätzen. Also ich finde es spannend, wenn man da auch mal gegenüberstellt, ich finde ja eh solche Sachen generalisierend über so eine Stadt eher ein bisschen einschränkend. Genau. Keine Ahnung. Also. Nee, könnte ich jetzt nicht beantworten, wer da unhöflich ist. Kenne ich mich auch wenig zu. Ich muss dazu sagen, was mich so ein bisschen in der Frage stellt, also ich habe jetzt so ein paar Städte wie Frankfurt beispielsweise, wo ich die Leute einfach ich sag mal, eher unnahbar bis unnett finde. Ja. Die Frage ist halt aber, wenn man da wohnt, was ist man denn, also was erwartet man? In Berlin sollte eigentlich jedem klar sein, dass man da nicht besonders höflich. Ja, aber das ist das persönliche Empfinden der Bewohner der Stadt. Ich meine, was ich damit meinte, ist, wenn du. Kann sein, dass die Berliner das natürlich total normal finden, wenn sie sich anschnauzen, wenn diese Berliner Schnauze, die finden das vielleicht angenehm. Also ich nehme das mal vorweg, Berlin ist weder bei der sozusagen Positivliste irgendwo in Erscheinung getreten, ich müsste mir die ganze angucken, wo sie da sind, und weder noch bei der Negativliste. Also Berlin ist es nicht, wahrscheinlich, weil man ja weiß, dass sie da nicht mit dem Fahrrad in den ersten Wagen, dass du da auch mal in Rinje drückt kriegst. Also wir haben es gerade schon gehört, ich will es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Essen ist tatsächlich als die unhöflichste Stadt von ihren eigenen Bewohnern empfunden, gefolgt von Dresden und Frankfurt. Frankfurt, gut. Ja. Follow. Und Köln war Platz 4 der unhöflichsten Städte. Auf der Positivseite, das haben wir auch gerade schon gehört, das müsste Prollo jetzt freuen, ist wer gelandet? Was? Bochum. Ja, Bochum. Bochum soll die höflichste Stadt sein, ja. Aber die Bochumer empfinden sich und ihre Mitmenschen als besonders höflich, gefolgt von Bremen, was ich mir gut vorstellen kann, Hannover und Nürnberg. Ja, interessant. So viel dazu. Ja, interessant, wirklich. Na gut, dann kommen wir jetzt zum Quickie. Und mir soll am Ende keiner vorwerfen, dass ich hier jetzt mit so einer etwas ekligen Sache um die Ecke komme. Das ist dem Beef zu verdanken, der hier die Popo-Granate mir einfach weggeklaut hat. Ja, also insofern nicht meine Schuld.
Es geht aber um die kuriose rote Karte. Da hat nämlich ein Torwart, ich habe mal nachgeguckt, es müsste die 7. englische Liga sein. Das ist Bezirksliga, das ist zwar kein schlechtes Niveau, aber auch nicht so wirklich profinah. Da hat der Torwart von Warrington Town eine rote Karte gekriegt. Warum? Folgendes ist passiert, was irgendwie in den sozialen Medien mit einem Video belegt war. Ein Fan, der hinter dem Tor stand, ist über die Absperrung gesprungen und hat die Trinkflasche vom Torwart ausgetauscht. Der Torwart hat dann irgendwann draus getrunken und ist total ausgerastet und hat dem Fan, der da irgendwie offensichtlich identifizierbar war, vielleicht weil er sich so totgelacht hat, das dann irgendwie entgegengeschleudert. Was glaubt ihr, warum der so empört war, der Torwart? Ich hab's gelesen, ja. Nämlich? Ja, der hat dem, glaube ich, da reingepisst oder ja, so, oder Urin ja, reingetan. Der hat in die Flasche gepinkelt und die dem Torwart da hingelegt. Und wegen der Aktion gegen den Zuschauer hat dann der Torwart die rote Karte gesehen, was ihn zu einem ziemlich frustrierten Post auf, ich glaube, Instagram oder Twitter ist es, veranlasst hat, wo er dann gesagt hat, das kann nicht wahr sein, der hat meine Gesundheit und die meiner Familie gefährdet, ja, oder mich, schreibt sogar, er hat mich krank gemacht, ja, und ich soll nicht reagieren dürfen und kriegt dafür die rote Karte und ja, er hätte irgendwie an diesem Tag seine Liebe zum Fußball verloren. Oh, ja. Also es ist wirklich eine ziemlich eklige Geschichte, die auch irgendwie nicht wirklich witzig ist. Und der hat ihm einfach eine gewämst oder was dann da? Der hat ihm wohl die Flasche oder den Inhalt der Flasche entgegengeworfen. Irgendwie so. Der ihm da reingepisst hat, ich meine, ich finde das ja hoch assi. Also da ja, irgendwie einem da in eine Flasche zu pissen. Also ich meine, viel mehr assi geht kaum. So jetzt mal auf so einer Ebene quasi. Und da finde ich so eine Reaktion ja noch verhältnismäßig moderat. Also dem jetzt einfach nur die Flasche an den Kopf zu schmeißen oder den Inhalt da. Ja, er hat über ihm wohl den Inhalt wohl so ins Gesicht gespritzt. Ja, ja, genau. Also ich meine, finde ich jetzt eher noch eine relativ beherrschte Reaktion. Ja. Da, also finde ich das absurd. Ehrlich gesagt absurd. Ja, sehe ich auch so. So sind die Fußballregeln. Aber ne, du darfst ja auch als Fußballer, ja, gut, das hat es ja auch schon gegeben, ne, dass ein Fußballer irgendwie rot gekriegt hat, weil er irgendwie einem Flitzer irgendwie eine Backpfeife gegeben hat oder so. Ja, aber das gibt ja noch diese berühmte Szene von dem Eric Cantona, der diesen Schlittschuhkick da ansetzt bei einem Fan Aber also hier finde ich das jetzt, wie gesagt, ich kann jetzt, wie gesagt, nur für mich sprechen, meine Meinung. Also der Torwart hat nichts falsch gemacht. Also wie gesagt, ganz im Gegenteil. Und da fände ich jetzt eher, dass man da dem Flaschenpisser da irgendwie noch mal was dranhängen sollte. Also das muss ich schon so sagen. Mehr als assi. Die Auswärtsmannschaft, zu deren Fanlager dieser Typ gehörte, hat auch irgendwie angekündigt, dass sie versuchen rauszukriegen, wer das ist, um den entsprechend zu bestrafen. Dementsprechend weiß man auch nichts über die Motivation. War einfach nur, das war einfach nur ein englischer Gag. Humor. Oder ja, englischer Humor, genau. Also man weiß ja, dass Fußballfans gerne über die Stränge schlagen und mal auch irgendwie betrunken irgendwelche Scheiße bauen. Mhm. Und das ist aber schon eine richtig fiese Geschichte. Ja, ekelhaft. Ja, wir haben so lecker angefangen. Ja. Schöner Schokotorte und enden dann wie immer. Der Tee war wirklich auch sehr gut. Beef. Hat uns da Sommer wieder mal nicht in die Suppe gespuckt, sondern richtig reingepisst. Quasi. Richtig, das Bier. Das ist unfassbar. Ja. Naja. Trink das nicht, da habe ich eben, ich hatte hier, kam nicht weg vom Stuhl. Ja, ich habe es auch ein bisschen eilig und ich jetzt würde sagen, ich habe mich zurückgehalten mit den Jingles, ich habe das Ding hier richtig vollgepackt, aber ich wollte den Beef auch nicht vergraulen. Manche können das schade finden, aber ich natürlich nicht. Ja, naja. Gut. Sehr schön. Also, jetzt starten wir ganz frisch ins neue Jahr mit ganz vielen Folgen, hoffentlich auch regelmäßiger, als wir das jetzt zuletzt liefern konnten. Ich freue mich, die Technik steht, die Technik funktioniert, wir sind guter Dinge. Ja, und allein, also deine Ständer hier sind super. Ja. Also, die Ständer. Ja, guckt euch bitte das Foto an. Ich habe hier den Beef Roger mal fotografiert, aus meiner Sicht aus. Also man kann ihn kaum noch erkennen. Naja, gut. Von nix kommt nix. Von nix kommt nix, ne? Nee, ist es professionell, auf jeden Fall. Ah.
Willst du auch noch was sagen? Nee. Okay, dann tschüss. Frohes Neues. Ciao.